draußen. Wir haben circa von der Stadtverwaltung 250 Mitarbeiter im Einsatz. Im Einsatzstab oben sitzen Mitarbeiter der Landespolizei, der Bundespolizei, der Verkehrsüberwachung, der Deutschen Bahn, sowie der Regelbus und der WIP-Bus, um die ganzen Maßnahmen zu koordinieren und abzustimmen. Wir sind jetzt soweit durch und wir warten jetzt, dass Herr Schulz uns mitteilt, dass er erfolgreich die Bomben entschärft hat. Wann die dann nicht denkt? Die hier. Und jetzt doch schon feste Kalender. Nee. Das richtet sich immer danach, was wir an Tonnage da haben. Einzeln wird die jedenfalls nicht gesprengt, sondern immer, wenn man einen Haufen hat. Ja. Bei aller Routine schicke ich den hinterher, der immer dazugehört. Neben dem Dank an Mike, Dank Mike. Für mich auch immer wichtig, der Dank an die Kolleginnen und Kollegen. Weil noch mechanisch belastet, das heißt, wenn man versucht, den mit normalem Werkzeug aus der Bombe herauszubauen, indem man ihn ausschraubt. Das ist der kritischste Aufwand. Ja, weil dort unter Umständen Sprengstoffausschwitzungen aus dem Zünder, aus den Initialsprengstoffen im Gewindegang sein können, die dadurch mechanisch belastet werden und dadurch auch, ohne dass man den Zünder, so wie es eigentlich gedacht ist, ansteuert, die Detonation auslösen können. Das heißt, es kann schon passieren? Sonst bräuchte man das ja nicht machen. Da könnte man ja sagen, okay, jetzt machen wir es und lassen den Verkehr fließen und die Leute in ihren Wohnungen. Und da wir bei einer Entschärfung, wo wir also die Bombe manipulieren, nicht ausschließen können, dass während der Entschärfung eine Bombe umsetzt, deshalb müssen wir vorher die Sperrkreise errichten. Und der Zünder gesprengt wurde jetzt dort hinten, da unter diesem, oder wo haben Sie das? Dort hinter diesem Wall, wo die gelbe Latte drin steckt, dort haben wir den Zünder dann hingetragen und mit einer Ladung dann unschädlich gemacht. Das ist ein recht großes Loch, ne? Nein. Wir haben im Prinzip nur, wir haben den an der Oberfläche hingelegt und haben im Prinzip zwischen uns und dem Zünder nur den Wall da. Sind eigentlich nur Sie mit Ihren beiden Kollegen hier an der Stelle da? Ja. Oder? Ja. Wen rufen Sie zuerst an, wenn Sie fertig sind? Also neuerdings schreibe ich meiner Frau eine WhatsApp. Früher habe ich angerufen und dann entsprechend meine Vorgesetzten auf meiner Dienststelle. Und da gibt es einen bestimmten Meldeweg und meine Vorgesetzten im Ministerium für Innenministeriums. Der Dank gilt deswegen auch nicht immer allein Mike Schwitzke, die Hauptaufgabe am Ende, klar. Aber auch den Kolleginnen und Kollegen, die den Sperrkreis bilden, diejenigen, die bei Feuerwehr und bei Rettungsdiensten die Transporte fahren. Das ist eine riesige logistische Leistung innerhalb kürzester Zeit. Und auch wenn wir es häufig haben, ist es keine Routine und das darf man immer nicht vergessen. Genau, das heißt, der Aspekt gewesen jetzt in der Bombenentschärfung ist in Potsdam ja schon, das sieht ihr sehr häufig. Aber wird wahrscheinlich in Zukunft noch weiterhin passieren. Also gerade in dem Bereich hier um den Bahnhof rum, das sind ja in den letzten 5 Tagen wirklich noch sehr viele Bomben abgeworfen worden, nicht bloß an dem ominösen Tag im April. Und wir werden noch eine Weile brauchen, bis wir die Flächen frei haben, gerade wenn wir jetzt hier Bebauung noch ergänzen. Wir haben dieses Gebiet, wir haben das Gebiet auf der anderen Seite des Bahnhofes. Ja, wir müssen uns darauf einrichten, dass wir auch im nächsten Jahr noch Bombenentschärfungen machen.